Das ist jetzt, die erste Folie ist ein bisschen zum Aufheitern. Da geht es darum, was ist an diesem Bild falsch? Und ich denke, am Ende kommt das Bild dann nochmal und dann wissen die auch, was da falsch ist. Es soll jetzt eher so ein, ja, so eine kleine Aufheiterung sein. Wir fangen an mit den Atmungsorganen. Was wichtig ist, ich bringe immer so ein bisschen Physiologie und Anatomie, damit man weiß, wie eigentlich so ein Vögelchen funktioniert, weil es einfach was anderes ist als ein Säugetier. Und dann gibt es dann den praktischen Bezug dazu für die erste Hilfe. Also ein Vogel, Vögel haben kein Zwerchfell. Die Brust- und Bauchhöhle ist anders als beim Säugetier zusammen, also nicht getrennt durch ein Zwerchfell. Und deshalb können Vögel nicht nach innen atmen. Wenn sie sich so selber mal auf ganz fest auf die Brust drücken und dann einatmen, merken sie, dass sie mit dem Zwerchfell atmen nach innen. Und das können die Vögel nicht. Die Atmung erfolgt ausschließlich mit Hilfe der Brust- und der Bauchmuskulaturen. So sieht dann, ich hatte jetzt leider keinen Huhn, keine Taube gefunden, aber ein Huhn, da sieht man, dass die Körperhöhle, dass es eine Körperhöhle gibt ohne Trennung. Dann haben Vögel Luftsäcke. Das sind so dünnwandige Anhänge, die wie Blasebälge funktionieren und die die Luft durch die Lunge führen. Sie sind paarig angelegt, das heißt, außer dem Schlüsselbeinluftsack gibt es immer zwei davon. Man hat Schlüsselbeinluftsack, linker und rechter Halsluftsack, zwei vordere Luftsäcke, zwei hintere Brustluftsäcke und zwei Bauchluftsäcke. Muss man sich jetzt nicht merken. Aber dieses Bild, alles, was da himmelblau ist, das sind die Luftsäcke. Ich hoffe, das sehen Sie auch auf dem Bildschirm himmelblau. Das heißt also, ein Vogel besteht eigentlich ganz zum ganz großen Teil aus Luft. Die Vogellunge, anders als bei uns oder bei Säugetieren, ändert sich weder bei der Einatmung noch bei der Ausatmung. Sie bleibt starr. Die wichtigsten Atemmuskeln sind die Rippenanhangsmuskeln. Das sind so kleine Muskeln zwischen den Rippen. Und wenn sie sich zusammenziehen, erweitert sich der Brustkorb und das Brustbein senkt sich. Das führt zu einem Unterdruck in der Körperhöhle und damit zur Erweiterung der Luftsäcke. Dadurch wird Atemluft durch die Lungen hindurch angesaugt. Beim Ausatmen sind es die Bauchmuskeln, die sich zusammenziehen und die Arbeit leisten. Sie verengen damit die Körperhöhle, wodurch die Luft aus den Luftsäcken durch die Lunge nach außen gepresst wird. Und der Gasaustausch, das heißt also Sauerstoff rein, CO2 raus, findet nur in der Lunge statt, nicht in den Luftsäcken. Die fungieren eben nur als Blasebälge. Das Fazit ist, dass die Atemluft zweimal durch die Lunge beim Vogel fließt. Dadurch ist die Sauerstoffaufnahme effektiver als bei Säugetieren, was natürlich wichtig ist. Das hat man damals in den Gruben hat man das ausgenutzt, indem man einen armen kleinen Kanarienvogel mit runtergenommen hat. Und wenn dann ein Gasausbruch war und der Vogel umgefallen ist, dann hatten die Bergleute noch Zeit, so rechtzeitig zu flüchten. Da sieht man, wie das funktioniert. Dann die Knochen der Vögel, die sind pneumatisiert, das heißt mit Luft gefüllt. Und zwar durch so Aussackungen von den Luftsäcken, die bis in die Knochen reichen. Dadurch wird das Körpergewicht verringert und damit können Vögel eben besser fliegen. Pneumatisiert sind vor allem die großen Knochen, der Oberarm, das Rabenbein, der Beckenknochen, Brustbein, Wirbel oder Oberschenkel. Und was auch wichtig ist, die Knochen von Vögeln haben einen sehr viel höheren Anteil an Kalzium in ihrer Zusammensetzung als bei Säugetieren. Dadurch sind sie besonders hart, aber auch nicht und auch weniger flexibel und brechen damit leichter. Das sollte man wissen, wenn man Handling von Vögeln hat, ne? So, die praktische Bedeutung von dem, was ich Ihnen erzählt habe. Die Vögel atmen ausschließlich mit ihrer Brust- und Bauchmuskulatur. Sie haben kein Zwerchfell und können nicht nach innen atmen. Daher, bei Manipulationen und in die Hand nehmen von einem Vogel, und wir reden hier von Tauben und das sind Vögel, nie auf den Brustkorb drücken. Sie sehen also links immer, man nimmt sie also eher so von hinten und rechts ist dieser sogenannte Blumenstraußgriff. Das nehmen die Vogelzüchter oder auch Tierärzte, nehmen Tauben so in die Hand.
damit kann sie ohne ungestört atmen. Dann die praktische Bedeutung von den Luftsäcken für die Erste Hilfe. Wenn man die Vögel auf den Rücken legt oder auf dem Rücken in der Hand hält und dreht, so werden die Luftsäcke durch die Last der Brust- und Bauchorgane daran gehindert, sich zu entfalten. Es kann Atemnot bestehen bis hin zum Ersticken, je nachdem, wie lange man das macht. Also daher Vögel niemals auf den Rücken legen, nach Möglichkeit nicht. Wenn man sie natürlich in Narkose legt und operieren muss und sie müssen längere Zeit auf dem Rücken liegen, dann werden sie intubiert und beatmet in den Vogelkliniken. Dann die praktische Bedeutung. Knochen sind hart und unflexibel und sie brechen leicht. Sie kennen das bestimmt, wenn Sie eine Taube in die Hand nehmen, dann will sie erst einmal flüchten oder ein Fußgängertäubchen hat mal die Gelegenheit, sich endlich auszutoben und flattert. Denn wenn Sie die dann wieder in den Korb setzen, vorsichtig von hinten nach vorne die Flügelchen zusammen falten, sagt man so. Also dass man einfach sich bewusst macht, wie gefährlich das ist, wenn man die da reinsteckt, dann hat man ganz ziemlich schnell einen Flügelbruch. So, jetzt kommt die Körpertemperatur. Die normale Körpertemperatur bei Vögeln und auch bei Tauben liegt zwischen 40 und 42 Grad. Höhere Temperaturen führen zur Koagulation des Körpereiweißes. Sie kennen das Phänomen des Spiegeleis in der Pfanne. Das Eiweiß wird dann weiß und ein Organismus stirbt dann. Und Vögel haben niemals Fieber. Das sollte man wissen und ich bin immer erstaunt, wie normale Menschen das nicht wissen. Ich gehe davon aus, dass viele bei Ihnen das wissen und ich hoffe auch, dass ich Ihnen trotz allem, weil Sie schon vorgebildet sind, schon lange Erfahrung, noch ein paar Tipps geben kann. Aber ich habe das jetzt einfach mal aufgenommen. Fiebermessen ist Unsinn. Die Aufrechterhaltung, also es braucht sehr viel Energie, damit solche hohen Temperaturen aufrechterhalten werden können. Und dafür benötigt der Vogel viel und oft Futter, ein intaktes Federkleid. Die Vögel blustern sich auf, wenn sie frieren. Und Gesundheit. Also verhungernde und kranke Vögel haben in der Regel Untertemperatur, die, wenn sie längere Zeit anhält, tödlich sein kann. Babyvögel werden durch die Mutter gewärmt, bis das Federkleid vollständig. Die praktische Bedeutung für die Erste Hilfe. Verletzte, erschöpfte und offensichtlich kranke Vögel sowie Babytauben mit noch nicht ausgeprägtem Gefieder sollten immer gewärmt werden. Die einzige Ausnahme ist ein Vogel nach einem Anflugtrauma. Das ist aber relativ. Also ich würde sagen, 2 bis 3 Stunden nach dem Unfall sollte man jetzt nicht die Temperatur von außen ganz massiv erhöhen. Aber so nach 2-3 Stunden sollte man Vogel dann wärmen. Dann merkt man, da werden die Füßchen eiskalt und der Kreislauf geht runter. Was ich empfehle zum Wärmen, oder was ich empfehlen kann, das ist zum Beispiel die Elstein-Dunkelwärmestrahler. Das ist ein Rotlicht mit Keramik davor, sodass die Augen nicht beschädigt werden. Es gibt auch, wir sagen immer Frisbee unten rechts dazu. Ich weiß jetzt nicht, wie die wirklich heißen, aber die gibt's zu kaufen und die kann man in der Mikrowelle erwärmen oder ganz simpel eine Wärmflasche, wo man dann unter das Handtuch legt und so. Bei solchen Sachen muss man natürlich auch mal ein bisschen aufpassen, dass es nicht zu warm wird und auch nicht zu Verbrennungen führt. Deshalb mag ich eigentlich diese Elsteinlampe sehr gerne. Ja, und jetzt kommen wir zum Blut. Die Vögel stammen von den Dinosauriern ab, und so wie die Reptilien. Und das sieht man am Blut. Sie sind verwandt mit den Reptilien. Und beide Tierarten haben kernhaltige Erythrozyten, das heißt rote Blutkörperchen. Unten sehen Sie das Bild von Säugetieren, hier von Menschen. Die roten Blutkörperchen haben hier keine Kerne. Die Blutmenge bei einer Taube schätzt man mal auf 80 Milliliter Blut pro Kilogramm Körpergewicht. Schätzt man nicht, sondern ist so. Also pro Körpergewicht. Bei einem Gewicht von 350 Gramm sind es 28 Milliliter Blut, wo eine Taube hat.
Und ein Blutverlust, das ist tatsächlich so wie beim Säuger, von 10% des Gesamtvolumens kann toleriert werden. Also das ist noch nicht lebensbedrohlich, aber größere Verluste sind es. Es wären 10%, sind 2,8 Milliliter. Dabei muss man natürlich auch berücksichtigen, dass kranke Tauben weniger gut kompensieren können, so einen Blutverlust. Ich habe Ihnen da unten jetzt mit gefärbtem Wasser, ist kein Blut. Ich wollte es einfach nur deutlich machen, wie viel ein 2,8 Milliliter sind. Das ist ein knapp gehäufter Teelöffel. Das ist nicht so arg viel. Jetzt die praktische Bedeutung von dem Blutinformationen, die ich Ihnen gegeben habe, die kernhaltigen Erythrozyten. Die haben nur Relevanz für Tatort, wenn man wissen will, wo die ist, die Leiche jetzt tatsächlich menschlich. Und die Blutmenge, da ist wichtig, bei starken Blutungen oder Siegerblutungen ist Gefahr im Verzug. Also ich hatte letztens auch ein Täubchen gebracht gekriegt. Der Transport, die hat während des Transports sehr, sehr viel Blut verloren. Es war also ganz knapp. Also man muss dann an Ort und Stelle Blutstillung machen. Akute Blutung stillen, wenn man nichts hat, einfach einen Finger drauf. Ja. Dann irgendwann fängt die Blutgerinnung, die körpereigene, an zu wirken und dann ist das nimmer, also das dauert eine Zeit lang, also vielleicht eine Minute mal auf so ein blutendes Teil draufdrücken. Blutstiller, wie zum Beispiel diese Rasierstifte, Blutstillstifte oder Eisentreichlorid, die sind nur für Blutungen an Hornteilen sowie Schnabel oder Krallen. Keine offenen Wunden damit traktieren. Und ein fester Verband bei größeren blutenden Wunden sollte man anlegen. Jeder hat im Auto einen Verbandskasten, wobei man da jetzt wieder die Atmung und auf die Brustmuskulatur auf. Ich kann Ihnen jetzt keine Verbände zeigen für jeden einzelnen Fall, aber wir sind ja alle, die einen Führerschein haben, haben schon mal erste Hilfe gemacht und wissen, man macht dann einfach eine Kompresse drauf und versucht eben da die Blutung dadurch aufzuhalten. Wichtig ist auch, weil die ja auch Panik haben, dass sie sich ruhig halten, die kleinen Patienten, und in eine kleine Box gesetzt werden oder einen kleinen Karton, was man da gerade hat und findet, mit einer weichen Unterlage, irgendein Handtuch oder sowas, um die Bewegung einzuschränken. Denn jedes Mal, wenn die anfangen zu flattern, fängt die Blutung wieder von neuem an. Das Körpergewicht. Es gibt also verschiedene, also die Tauben, das wissen wir ja, sind ja keine reinrassigen Tiere, die Stadttauben. Die sind aus verschiedenen Taubenrassen kamen, die haben sich vermischt. Es gibt große, schwere und zierliche kleine Tauben. Küken kann man erst recht nicht über einen Kamm scheren, weil man weiß ja nicht, wie die genetisch genetisch zu einer größeren oder zu einer kleineren Rasse gehören. Im Durchschnitt wiegen Stadttauben zwischen 350 und 500 Gramm. Die Jungtiere natürlich weniger. Das ist schon ein ganz großer Unterschied, 150 Gramm. Um zu beurteilen, ob eine Fundtaube nun untergewichtig ist oder gar kachektisch, das heißt extrem lebensgefährlich abgemagert, nützt das nichts. Wir nützen uns das nicht zwischen 350 und 500 Gramm. Deshalb ist das Wiegen einer Taube nur sinnvoll, um zu überprüfen, wenn man sie also päppelt, ob das Körpergewicht dann ansteigt oder zur Dosierung von Medikamenten. Sinnvoll ist, wenn man eine Eingangsuntersuchung macht, das Gewicht aufschreibt und dann immer wieder mal kontrolliert, ob sie jetzt wirklich auch zunimmt. Sehr viel sinnvoller ist das Ertasten des Brustbeinkamms. Sie sehen links, das ist ein Skelett vom Vögelchen, da sehen Sie diesen Brustbeinkamm, der da so ganz markant da raussteht, und den spürt man, wenn man beim Tasten ist. Und wenn rechts und links schön gepolstert ist mit Muskulatur, dann hat der Vogel Normalgewicht. Und wenn der Brustbeinkamm spitz vorstehend ist, dann hat er Untergewicht bei dieser armen, leider toten Taube. Sieht man das, wie es dann raussteht. Das ist manchmal ganz wichtig bei Beurteilungen, wenn man ein Täubchen findet, ist es schon länger krank
oder ist sie jetzt einfach nur erschöpft? Ja, wenn Sie so eine Brieftaube finden, die erschöpft ist, die ist in der Regel sehr gut genährt. Dann haben wir schon mal unterernährte und kranke Vögel frieren. Sie blustern, um ihre Körpertemperatur im lufthaltigen Gefieder zu konservieren. Taucher von Ihnen wissen, das ist so ähnlich wie mit einem Trockenanzug. Da tut man zwischen Neopren und Körper Luft reinfüllen und durch die Körperwärme wird diese Luft dann angewärmt. Und so ist das mit dem Gefieder auch. Und es gibt keine dicken Tauben. Tauben sind, es gibt vielleicht dicke Wellensittiche, die aus lauter Langeweile sie zu viel fressen, aber Tauben tun das eigentlich nicht. Aber wenn die Leute, die keine Ahnung von Tieren, von Tauben haben, so eine Taube sitzen sehen, dann heißt, mein Gott, sind die Stadttauben dick, warum füttert ihr die auch? Da ist Aufklärungsarbeit sehr wichtig. Und bei die praktische Bedeutung für die erste Hilfe und Pflege ist, Wärmezufuhr von außen ist das A und O. Haben wir ja schon mal gehabt mit Elstein, Dunkelwärmestrahler oder mit der Wärmflasche oder mit diesem Frisbee, weil untergewichtige Tauben in der Regel Untertemperatur haben. Das heißt, in der Regel würde ich wegmachen, ich würde sagen immer. Und wenn nicht so viel Energie zur Stabilisierung der Höhenkörpertemperatur verbraucht oder produziert werden muss, kann der Vogel rascher wieder sein Normalgewicht erreichen. Das heißt, wenn Sie Wärme zuführen, dann kann er alles das, was er isst, eben in Körpersubstanz umsetzen. Zufüttern mit Futterbrei und nährstoffreichen Körnern. Futterbrei, da kommen wir nachher mit dem Füttern noch drauf, was man da am besten füttert. Ja, und was ganz, ganz wichtig ist, Vögel haben keine Möglichkeit zur Schmerzäußerung. Sie können nicht Aua sagen oder gar schreien, wenn es weh tut. Dieses Täubchen hier sitzt da. Jemand, der Tauben nicht kennt, denkt, das ist unglaublich. Die hat ja gar keine Schmerzen. Die leiden lautlos, diese Tiere. Und die praktische Bedeutung ist achtsamer Umgang mit verletzten Tauben. Sich versuchen, in so ein Tier hineinzuversetzen. Setzen Sie sich hinein, wie es sich anfühlt, wenn Sie sich Ihren Fuß gebrochen haben. Ja, dann macht es keinen Sinn, dass Sie da kommt jemand und zeigt dem anderen, dass der Fuß gebrochen ist, indem man ihren Fuß immer hin und her schaukelt. Ja, das sind unglaubliche Schmerzen. Und was mir manchmal aufgefallen ist, dass so Leute, die dann sagen, ich kenne mich mit Tauben aus, besonders grob umgehen mit den Tieren. Also es ist ein grober Umgang mit Tieren ist kein Zeichen für Professionalität. Bei Verletzungen, ich bin dafür, so viel wie möglich Schmerzmittel zu geben, weil, wie gesagt, die nicht sagen können, wie weh es tut. Und man kann, wenn man sich reinversetzt, so vielleicht nachempfinden. Also bei Verletzungen Schmerzmittel geben. Das Meloxicam, das ist der Wirkstoff. Das gibt es jetzt inzwischen von verschiedenen Firmen. Ich habe es immer noch als Metacam gehabt. Oder es gibt es auch, Melosus heißt es jetzt. Aber der Wirkstoff ist Meloxicam. Da gibt es also zwei Stärken, 1,5 Milligramm pro Milliliter. Da kriegt die Taube zweimal täglich 3 Tropfen. Und von dem 0,5 Milliliter kriegt sie zweimal täglich 5 Tropfen. Wichtig ist, dass sie es zweimal täglich kriegt, weil ein Vogel ja einen wesentlich schnelleren Stoffwechsel hat als ein Säugetier. Und dieses Medikament ist eigentlich gemacht für Katze oder Hund. Und die kriegen es nur einmal täglich. Und das steht auch so im Beipackzettel. Aber ein Vogel kriegt es zweimal täglich, weil das hält dann wirklich nur 12 Stunden. Und vor der Eingabe die Flasche gut schütteln. Sonst hat man nämlich unten den Bodensatz und oben das Lösungsmittel, wenn man es eingibt. Das sind so wahrscheinlich ziemlich banale Tipps, aber ich habe gemerkt, dass es immer ganz wichtig ist, weil so im ja, so auf die Schnelle macht man dann doch schnell die Flasche auf und gibt es und dann wirkt es nicht. So, dann kommt die Erschöpfung. Ja, das Bild sagt eigentlich schon alles aus. Brieftauben. Brieftauben werden von ihrem Stall oder Schlag in Körbe gesteckt, inzwischen mit Autos gefahren. Und die Strecken sind
Also das sind standorttreue Tiere, das muss ich Ihnen nicht sagen. Die werden also in Flugstrecken bis 1000 Kilometer geschickt. Also sie werden da irgendwo ausgesetzt und zu Hause ist die Brut oder die Jungtiere und vor lauter 80 Kilometer die Stunde, hat man mir gesagt, haben sie eine Geschwindigkeit, um nach Hause zu kommen. Und viele bleiben auf der Strecke, werden vom Greifvogel gefangen oder stranden in den Städten vor Erschöpfung. So findet man die dann auch. Ne? Nach § 3 Absatz 3 des Tierschutzgesetzes ist verboten, Tiere auszusetzen. Tauben, die auf Hochzeiten oder bei Wettfliegen fliegen gelassen werden, werden ausgesetzt. Also der Meinung bin nicht nur ich, sondern viele. Und viele dieser Tiere finden nicht mehr zu ihrem Heimatschlag zurück, verletzen sich, verhungern, werden von Greifvögeln getötet oder stürzen völlig erschöpft ab. Und die völlig Erschöpften, das sind die, denen wir noch helfen können. Einige, wie zum Beispiel genetischen Studien, die Herr Dr. Hübel uns vorgestellt hat in den letzten Vorträgen bewiesen, vermischen sich die Stadttauben und verstärken das Stadttaubenproblem und das Elend. Also diese Brieftauben vermischen sich mit den Stadttauben. Das konnte man nachweisen durch genetische Studien. So, was macht man jetzt? Praktische Bedeutung. Was macht man bei Erschöpfung? Wichtig ist Flüssigkeit. Also das sind in der Regel erwachsene Tiere, die selber trinken können. Also sollte man immer Wasser zur freien Verfügung hinstellen mit dem Napf. Eingeben würde ich Traubenzucker 5 Milliliter pro Taube, nicht mehr, weil sonst Durchfall entsteht. Ein gehäufter Teelöffel Traubenzucker in 100 Milliliter Wasser und davon 5 Milliliter eingeben. Wenn die Taube kalte Füße hat, Wärmflasche oder Elstein-Dunkelwärmestrahler, Butter zur freien Verfügung einfach hinstellen, keine größeren Manipulationen machen. In dem Fall ist weniger ist mehr. In einer weichen Box, in einem ruhigen Raum verbringen, nicht abdunkeln, da die Vögel im Dunkeln nicht essen. Ja. Nicht in einen Raum mit laufendem Fernseher oder Neonlicht stellen. Für Vögel ist das wie Disco-Flashlight. Also da sollte man sowieso drauf achten. Durchfall. Das ist der normale Kot. Ich meine, das Kothäufchen kann auch andere Formen haben. Wichtig zu wissen ist, dass Vögel Kot und Harn gleichzeitig ausscheiden. Und der weiße feste Anteil ist der Harn. Durchfall sieht dann so aus, dann ist nämlich das Häufchen, also der Kotanteil von der Ausscheidung, ist flüssig. Das sieht man so schön. Die Ursachen sind bei Stadttauben häufig ungeeignetes Futter, Pommes oder was auch immer. Darminfektionen mit Bakterien, E. coli, Salmonellen. Und muss ich dazu gleich sagen, die Salmonellen bei Tauben sind zu 99% nicht auf den Menschen übertragbar. Es gibt also ganz verschiedene Varianten von Salmonellen. Dann sind es Viren, zum Beispiel Paramyxo macht eher flüssigen Harnanteil. Also Viren und Parasiten wie Coccidien und Würmer. Und dann gibt es noch diesen Legekot, der entsteht, wenn der Harn und der Urin sehr lange in der Kloake verbleiben, wenn die auf ihren Küken sitzen oder auf den Eiern. Und wenn sie dann aufstehen und sich entleeren, dann ist das oft auch so ein flüssiges Gemisch. Das ist aber nicht krankhaft. Das ist für einen normalen Menschen oder für mich eigentlich auch nicht unterscheidbar, ist das jetzt Legekot oder Durchfall. Das kann man erst feststellen, wenn man dann so ein Täubchen zu Hause hat. Der Legekot stinkt auch furchtbar. Der flüssige Harnanteil, der ist oft Stress. Vögel scheiden Harn oft aus Stress aus, vermehrt. Bei Nierenerkrankungen entsteht der Hungerkot. Da ist der Harnanteil grünlich. Und bei Paramyxovirusinfektion. Was macht man da bei Durchfall? Mit dem Durchfall, mit dem flüssigen Kot, verlieren die Vögel auch Mineralstoffe. Deshalb sollte man ihnen mit dem Trinkwasser oder als Trinkwasser Mineralwasser geben.
Also wir haben hier in Bayern das Adelholzner Sanft. Ich weiß nicht, was es in Berlin gibt. Da gibt es also, in anderen Ländern gibt es das Gerolsteiner. Wichtig ist, dass es nicht so was ist wie Wichi oder solche. Da ist zu wenig Mineralstoffe drin. Das zieht eher die Flüssigkeit aus dem Körper raus. Oder Wolvic oder so, es ist auch sowas. Ne? Ich habe halt immer Adelholzener Sanft empfohlen, weil da sehr viele Mineralstoffe drin sind. Da trinkt man ein bisschen raus selber und schüttelt die Flasche immer wieder und macht auf. Und dann ist also das bisschen Kohlensäure, das da drin ist, ist ziemlich schnell weg. Artgerechtes Futter ist natürlich wichtig, wenn man so ein Tier dann zu Hause hat. Das sind die Körner. Und Probiotika kann man geben. Birdbeneback wäre zum Beispiel sowas. Das sind also, ich glaube, Lactobacillen sind das oder Saccharomyces. Also es sind Darmbakterien, die böse Darmbakterien verdrängen sollen. Ja? Die Tirode-Lösung ist natürlich die noch bessere Lösung, wenn man die Möglichkeit hat, die sich aus der Apotheke zusammenstellen zu lassen. Weil das ist eine Lösung, die speziell, also eine Mineralstofflösung speziell für Vögel. Nach drei Tagen keine Besserung eintritt, dann sollte man den Kot durch den Tierarzt untersuchen lassen und den, je nachdem, was da rauskommt, auch das Tier behandeln lassen vom Tierarzt. Gibt es nämlich auch, allein schon Parasiten gibt es also unglaublich viele. Unglaublich, ist auch wieder übertrieben, aber das Taubenhaarwurm, Coccidieneier, Taubenspulwürmer. Links ist die Larve eines Taubenspulwurms. Da ist das Rezept für die Tirode-Lösung. Wenn Sie das, Sie kriegen ja die Folien, wenn Sie sowas sich bei dem Apotheker zusammenstellen lassen, ein Liter Wasser, dann sagen Sie bitte dem Apotheker, und das ist ganz wichtig, dass das Wasser nicht steril sein muss, weil sonst zahlen Sie für so eine Flasche, was weiß ich, 30, 40 Euro. Es ist Trinkwasser und kann ganz normales Trinkwasser sein. Also destilliertes Wasser, aber nicht steril. Dann das Krankheitsbild zentralnervöse Störung. Es hat vielfältige Symptome wie Lähmungen, Gleichgewichtsstörungen, Kopfverdrehen im Kreislaufen, Flugunfähigkeit trotz intakter Flügel, Unfähigkeit zu essen und zu trinken, Bewusstlosigkeit und Blindheit sieht man auch sehr, sehr häufig, zum Beispiel beim Anflugtrauma. Und die Ursachen sind eben das Anflugtrauma, was bei Stadttauben nicht selten ist, weil sie also sehr oft aufgescheucht werden und dann gegen irgendwas fliegen. Paramyxovirus ist die zweithäufigste. Und dann gibt es auch eine Gehirnform der Salmonellose. Wie gesagt, Salmonellen bei Tauben sind in der Regel nicht auf Menschen übertragbar oder zumindest nur ganz wenige Varianten. Paramyxo. Es ist Ihnen sicher bekannt. Das ist ein Virus. Es ist von Taube zu Taube leicht übertragbar und nicht heilbar. Diese Krankheit wurde 1978 erstmals beschrieben. Sie ist nicht auf den Menschen übertragbar. Man kann, inzwischen gibt es also einen Schnelltest, in dem man also einen Kloakentupfer auf Paramyxo-Antikörper untersucht. Und die Vorbeugung, alle gesunden Tauben, sollte man vor dem Auswildern, ich habe das in Anführungsstriche geschrieben, weil da reden wir noch drüber, was man kann eigentlich Tauben kaum auswildern, sollte man impfen lassen. Und die Impfung hält nur ein Jahr. Ja, das ist auch, ich guck mal, für dieses Jahr ist das Tier dann geschützt. Also wenn man es nicht mehr kriegt, dann später. Erste Hilfe bei zentralnervösen Störungen, verbringen in eine kleine, Betonung auf kleine, weiche Box oder Schachtel. Abstützen in physiologischer Position, weil die fallen manchmal auf den Rücken und da werden sie irgendwann ersticken. Mit Wasser und Futter versorgen. Da muss man gucken, dass sie also nicht ins Wassernäpfchen reinfallen. Eventuell füttern. Vitamin B
Vitamin B kann man in der Apotheke kaufen. Das ist ein B-Komplex, die gibt man einfach als Tablette in den Schnabel, in den Schlund ein, also in den Kopf ein. Wärme, erst 2 Stunden nach akutem Anflugtrauma, da haben wir schon mal drüber geredet. Ruhe. Und was wichtig ist, nicht mit anderen Tauben vergesellschaften, weil sie wissen ja nicht, es ist Paramyxo zum Beispiel, ja, oder Salmonellose. Und ganz, ganz wichtig ist Zeit geben. Wenn man bedenkt, was, wenn ein Mensch ein Schädel-Hirn-Trauma hat, dann kann das Jahre dauern, bis der wieder auf die Beine kommt oder zumindest Monate. Und so ein Täubchen, das kriegt in der Regel ja vielleicht einmal eine Woche Zeit. Ich habe gerade eine, die war nicht in der Lage, überhaupt zu stehen. Die kann jetzt eben schon flattern und so weiter. Man muss den Tieren einfach Zeit geben, auch, bevor man beurteilt, ob es wieder was wird oder nicht. Diese schönen, ja, gehäkelten oder gestrickten Sachen da, die macht die Taubenhilfe bei uns in München. Die finde ich ganz nett und also in allen Größen. Das ist sehr schön zum Abstützen auch. Ah ja, das ist auch etwas, was ich gerne zeige. Das ist eine Fußgängertaube, die nehme ich so in die Hand und tue sie hochheben und dann flattert sie. Manchmal gehe ich auch mit ihr da durch den Garten und dann freut sie sich richtig. Die koten übrigens dann auch ab mit diesem Fliegen und danach fühlt sie sich einfach besser. Weil Vögel sind aufs Fliegen ausgerichtet. Und wenn so eine Fußgängertaube also immer nur in der Box sitzt, also das fällt ihr nicht. Dann Wundversorgung. Die Vögel haben ein wesentlich effektiveres Immunsystem als Säugetiere und Menschen. Wundinfektionen treten daher so gut wie nie auf. Also ja, es ist so. Praktische Bedeutung für die erste Hilfe. Bei kleineren Verletzungen, wie links die kleine Taube da, reicht es eigentlich, wenn man die Wunden ein bisschen mit lauwarmem Wasser säubert und vielleicht auch einmalig eintupft mit milden Hautdesinfektionsmittel, mit der Isadonna-Lösung verdünnt, ja, oder Kodanspray. In dem Fall ist die Gabe von einem Antibiotikum nicht erforderlich. Die große Ausnahme ist ein Katzenbiss. Katzen haben Pastörellen in ihrem Speichel, ähnlich wie manche Echsen. Und wenn die auch nur einen ganz, ganz kleinen Ritz machen, wo das findet man manchmal gar nicht, dann sind die Vögel danach in 24 Stunden tot, weil das führt zur Sepsis. Und ein solches Tier sollte immer Antibiotikum kriegen, das mit einer Katze in Verbindung. Schmerzmittel fördern die Heilung. Wenn man keine Schmerzen hat, entspannt sich der ganze Körper. Und es gibt einen Grundsatz, keine Salben auf Vogelhaut. Wir haben immer schon gesagt, Salben auf Vogelhaut ist ein Kunstfehler. Die Haut ist so dünn und es verklebt alles, das kriegt man nicht mehr ab. Also wenn man was drauf macht, dann in flüssiger Form. Tiefere Verletzungen, Schnittstich- oder Risswunden mit Beteiligung der Muskulatur sollten einem vogelkundigen Tierarzt gezeigt werden. Eventuell muss die Wunde genäht werden. Ein Antibiotikum ist möglicherweise erforderlich. Das muss dann an Ort und Stelle geklärt werden. Und größere Wundrevisionen, also wenn die Muskulatur beteiligt ist, erfordern eine Narkose. Alles andere ist Tierquälerei. Erstversorgung, vorsichtiges Säubern mit warmem Wasser. Schmutz und lose Fremdkörper kann man mit der Pinzette vorsichtig entfernen. Und bei Blutungen einen Verband. Ich habe immer dieses Tierarztzeichen da eingefügt, wenn also wirklich Tierärzte aufgesucht werden sollten. Und da würde ich Ihnen empfehlen, dass Sie sich einen vogelkundigen Tierarzt suchen, weil die Vogelmedizin ist nach wie vor immer noch ein Sonderfall und nicht jeder Kollege hat diese ganzen Fortbildungen gemacht. Jetzt ein paar Worte zu Antibiotika. Antibiotika sind Medikamente gegen Bakterien und sie sind lebensrettend. Also vor 100 Jahren sind ganz viele Menschen gestorben an kleinen Wundinfektionen noch, ne? Oder ich glaube nach dem
Zweiten Weltkrieg gab es erst das erste Antibiotikum. Die Resistenzlage von Antibiotika ist leider nicht mehr so gut. Ich habe Ihnen unten das Beitril hingestellt, weil das ist, was viele Taubenfreunde haben und dann einfach auch geben. Nicht nur Taubenfreunde, ich habe das auch sogar schon bei Taubenzüchtern gesehen. Die Resistenzlage von diesem Beitril ist nicht mehr sehr gut. Außerdem geht es auf die Niere. Ja, es hat ziemlich viele Nebenwirkungen, wirkt aber nicht mehr so. Es gibt Langzeit- und Kurzzeitantibiotika. Man kann es geben, man muss es, wenn man Antibiotika gibt, muss man sie immer ausreichend hochdosieren und ausreichend lange. Das heißt mindestens 5 Tage und so hoch, wie es eben angegeben ist pro Körpergewicht. Abbruch der Therapie oder eine Unterdosierung führt einmal zum Wiederaufflackern der Infektion mit Bakterien, die da jetzt resistent dagegen sind, sowie die Entstehung von Resistenzen. Und dann hat man nachher also ein richtiges Problem. Und wir haben ja auch das Problem der multiresistenten Keime. Ich hatte schon mal eine Aussage von einem Brieftaubenzüchter. Die holen sich das irgendwo, ich weiß es nicht, meistens in Belgien oder so, und machen dann 1 Milliliter auf 10 Liter Wasser. Und das kriegen die Tiere vorm Flug und die fliegen wie Wahnsinn. So hört man es dann. Ne? So züchtet man sich multiresistente Keime in der Umwelt. Das wollte ich nur einfach mal so einfügen. So, ein Verband, Verbandsmaterial. Verbandsmaterial, was ich Ihnen empfehle, das kriegt man alles im Internet. Wenn Sie aber einen guten Tierarzt in der Nachbarschaft haben, kann es sein, dass er Ihnen das auch verkauft. Diese Gase zum Beispiel, das ist eine Paraffingase. Also das ist eine Gase eben mit Paraffin getränkt. Und die kann man auf offene Brüche oder große Wunden legen, damit der Verband nicht verklebt mit der Wunde. Das ist nämlich dann nachher ein Problem, dann reißt man sie wieder auf. Dann Mullkompressen, die müssen tatsächlich nicht steril sein beim Vogel. Die kann man bei Blutungen über die Gase noch dazulegen. Und was ideal ist an Verband, sind Zitzenverbände. Kriegen Sie auch im Internet. Werden die Zitzen also entzündete Zitzen von Kühen damit verbunden. Das ist ein ganz weiches Kunststoffmaterial, das in sich klebt. Also das ist für mich das A und O für Verbände zu machen. Für einfache Brüche an den Beinen oder an den Flügeln. Ich zeige es nochmal hier, Zitzenverband, muss man einfach nur eingeben, dann, wenn man es kaufen will, Zitzenverband. Das ist der Gase, das sieht man da, wie die auf die Wunde draufgelegt wird. Genau. Und Verband machen, also Ruhe bewahren, immer zu zweit arbeiten, weil die Vögel flattern. Einer hält den Patienten, einer arbeitet. Und zuerst ausreichend Verbandsmaterial gebrauchsfertig schneiden, weil diese Zitzenverbände muss man dann eben schneiden. Und dann legt man sie einfach hin, weil die kleben in sich. Wenn man da hält und Füßchen hält und dann noch schneiden muss, das klappt nie. Und dann erst den Patienten aus der Box nehmen und Verband anlegen. Offene Brüche und große Wunden mit Gase und Tupfer abdecken und nur leicht mit Zitzenverband einbinden. Und da eben auch um den Brustkorb vorsichtig sein, wenn das nötig ist, dann wirklich ganz, ganz, ganz sanft, dass die eben atmen können. Einfache Brüche, also das sind so offene Brüche und große Wunden, muss ein Tierarzt her. Das geht sonst gar nicht anders. Einfache Brüche von Beinchen, also Ständern und Flügel mit Zitzenverband stabilisieren. Wenn das wirklich ein einfacher Bruch ist am Bein, dann kriegt man das tatsächlich hin. Also die Knochen heilen so bei der Taube 10 bis 14 Tage, dann sind die stabil. Und wenn das nur so ein leichter Bruch ist und man kann das mit Zitzenverband stabilisieren, dann kann man das auch eventuell ohne Tierarzt. Akute Atemnot, das ist etwas, da brauchen Sie einen Tierarzt, aber
Ja, Verletzungen der Luftsäcke und der Lunge, bakterielle Infektionen der Atemwege, Trichomonaden. Trichomonaden sind so einzellige Geißeltierchen, die im Atemtrakt leben und dort eben ihren Schaden anrichten. Die Symptome von einer akuten Atmung ist, wenn man sieht, wenn sie sitzen, Schwanzwippen im Rhythmus der Atmung, Atmung mit geöffnetem Schnabel und breitbeiniges Sitzen. Vorsicht, jede Aufregung kann die Atemnot verstärken und es droht der Erstickungstod. Das ist eine, also Atemnot ist eigentlich etwas, was man fast nicht in den Griff kriegt. Wenn man es sieht, ist es schon sehr weit fortgeschritten, aber man versucht ja doch sein Bestes. Ne? Trichomonaden sind zum Beispiel, habe ich ja gesagt, Geißeltierchen im Atemtrakt von Vögeln, die sich da vermehren und die reizen Schleimhäute. Und bei massivem Befall entsteht als Reaktion des Körpers ein schmieriger Belag, der sich manchmal zu festen Borken zusammenballt. Und diese Borken können den Eingang der Luftröhre sowie den Schlund verschließen. Die sind leicht gelblich und deshalb sagt man dazu gelber Knopf. Wichtig, Trichomonaden vermehren sich im Wasser. Also ich würde grundsätzlich, wenn sie Trauben zu Hause haben, täglich die Tränken heiß auswaschen und was ganz wichtig ist, austrocknen lassen. Immer zwei Tränken haben. Der eine muss austrocknen, der andere wird hingestellt. Weil, da gehen die kaputt, nur wenn es trocken ist. Ne? Und hier sehen Sie den Eingang der Luftröhre vom Vogel. Das ist leider auch kein Täubchen. Das ist also so ein Jungvogel, den wir aufgezogen haben. Der hat freiwillig Schnäbelchen aufgemacht. Da sieht man, wie weit vorne das ist. Und nur damit Sie wissen, dass, wenn da eine Borke drauf liegt, da auch man Erstickungsgefahr besteht. Also bei akuter Atemnot keine unnötigen Manipulationen in den luftigen Käfig geben und dann Sauerstoffgabe wäre das einzig Richtige beim Tierarzt. Und wenn Sie merken, das Tier stirbt, wenn Sie jetzt nicht sofort etwas tun, dann kontrollieren Sie ganz schnell die Schnabelhöhle auf dicke Borken vor diesem Luftröhreneingang. Wenn das tatsächlich so ist, dann versuchen Sie, dieses ganz schnell zu entfernen. Ich muss dazu sagen, das ist wirklich einer von, ich kann keine Zahlen nennen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass Sie so ein Tier durchkriegen, ist gering. Aber das ist die erste Hilfe, die man machen kann, die einzige, und dann zum Tierarzt. Wir befallen mit Fliegenmaden. Sie sehen es. Schmeißfliegen legen ihre Eier in offene Wunden. Das ist gerade so in diesen Sommermonaten eben ganz häufig. Feuchter Durchfallkot, verklebtes Gefieder und feuchte Sekrete, zum Beispiel Nasen- oder Ohrenausfluss. Und innerhalb von ein paar Stunden schlüpfen diese Maden und fressen sich ins Lebendige. Das heißt, die leben selber von diesem lebendigen Gewebe. Und da ist Eile geboten. Alle Eier, erste Hilfe, Eier, alle Maden entfernen und die Wunde reinigen. Weil die Eier, das sind so kleine weiße Stückchen, die sieht man nicht immer. Und wenn die auch schon so tief in Wunden drin sind, dann sollte man in den ersten 12 Stunden immer wieder auf neu geschlüpfte Maden kontrollieren. Und eventuell ist hier auch ein Antibiotikum erforderlich, weil diese Maden sind nicht sauber und die gehen also meist sehr tief. Der einzige Trost, den ich Ihnen da mitgeben kann, also wenn die sich da reinfressen, scheinen die ein Sekret abzusondern, das, Lokalanästhesie macht. Also das scheint nicht weh zu tun. Aber angenehm ist es nicht, da sterben die Tiere dran. Das sind die Hirschlausfliegen, ja. Die sind, wollte ich Ihnen nur deshalb zeigen, weil wenn Sie eine tote Taube finden, kann es Ihnen passieren, dass da also 20, 30 Hirschlausfliegen ganz schnell auf Ihren Arm springen. Nicht erschrecken, die bringen Sie nicht um. Sie stechen zwar auch Menschen, aber nicht sofort, ja. Also sie sind ziemlich eklig, ja.
aber sie bleiben normalerweise am lebenden Tierkörper und saugen dort Blut. Also eine Taube, die sie finden, die lebt, da werden ihnen die Hirschlausfliegen nicht entgegenfliegen. Aber bei toten Tauben kann das passieren, dass die da, mein Gott, die suchen schnell einen neuen Wirt. Dann haben wir Federlinge. Federlinge ernähren sich von Federn und Hautschuppen. Sie leben auf dem Tierkörper im Federkleid und sie stechen nicht und saugen kein Blut. Sie wuseln aber schnell umher und beunruhigen befallene Vögel. Wenn Sie so ein Taubenfederchen hochheben, innen sehen Sie es immer diese, ja, die sind schon relativ groß. Also Sie können sie ganz deutlich sehen, so ein bisschen länglich, die auch relativ schnell sich bewegen. Und beim Massenbefall, da sieht das Gefieder dann aus wie nach Mottenfraß. Die Milben, die Federmilben, die leben auch im Gefieder und ernähren sich auch nur von Hautschuppen oder Bürzeldrüsensekret. Bei der Taube ist das ja Federpuder. Und sie sind aber kleiner als die Federlinge und tun sich, wenn man Lichteinfall, tun sie sich langsamer bewegen. Sie sind beide, Federlinge und Federmilben, sind für Menschen ungefährlich. Und das Mittel der Wahl für mich ist das Fipronil. Kommt auch in ganz verschiedenen Firmen mit Namen vor. Das eine ist Frontline, das heißt also Effibro. Es gibt bestimmt noch welche. Wichtig ist Fipronil 0,25 Gramm für Hund oder Katze. Es hat den Effekt, bleibt auf dem Gefieder für eine Woche etwa. Es geht so eine unlösliche Verbindung mit dem Gefieder ein. Selbst wenn die Taube sich putzt, kriegt sie nichts ab. Und wenn sie irgendein Federchen verschluckt, dann geht das Fipronil genauso wieder hinten raus, ohne dass es Nebenwirkungen hat. Die vertragen es recht gut. Und was war noch? Achso, es wirkt nicht auf Vogelorganismus, sondern nur auf Kerbtiere, also Insekten. Was ganz, ganz gefährlich ist und was überall in denen, wo ich dann also einen ganz dicken Hals kriege, wenn ich sowas sehe, das sind diese Milbensprays, die man in Zoogeschäften findet für Tiere, angeblich absolut ungefährlich. Da sind schon so viele Ziervögel dran gestorben. Der Wirkstoff ist Pyretrum oder Permethrin oder Insektizide aus Liliengewächsen, die man dann also noch so schön als biologische Insektizide bezeichnet und damit verharmlost. Ganz gefährlich, also hochgiftig für Vögel. Dann gibt es die Taubenzecken oder die Zecken überhaupt. Es gehen auch die anderen Zecken an Vögel. Es gibt eine spezielle Taubenzecke, die befällt komischerweise dann andere Vögel weniger. Die Zecken saugen Blut und fallen dann vom Körper ab. Und je nachdem, wie viel Blut die Zecke gesaugt hat, kann sie stecknadelgroß bis fingernagelgroß sein. Sie sehen das Bild. Sie sind halt verschieden vollgesaugt, diese Zecken. Und die können, wenn sie vollgesaugt sind, ein Jahr oder mehr ohne Blutmahlzeit auskommen. Also vielleicht suchen Sie einfach mal das Gefieder ab, und wenn Sie eine Zecke finden, das sollten Sie sehr entfernen, weil erstens mal nimmt sie die Kraft, saugt Blut, und das Zweite ist, wenn sie Ihnen bei Ihnen in der Wohnung runterfällt, dann ist das auch nicht angenehm, wenn die da irgendwo ist. Die kann zwar da ein Jahr lang überwintern, ja, aber vielleicht kann sein, dass sie dann auch wieder Hunger kriegt, ja. Vogelzecken mit Zeckenzange, wie bei Hund und Katze, rausdrehen. Sie können es vorher mit Fipronil einsprühen, dann stirbt sie ab. Aber das Wichtige ist, dass sie entfernt. Jetzt haben wir artgerechte Fütterung und Aufzucht von jungen Tieren. Damit man ungefähr weiß, wie alt so ein Vögelchen ist, habe ich Ihnen das jetzt einfach so eine Entwicklungs gemacht, ja, so Folie mit Entwicklung. Zwei Eier werden im Abstand von 2 Tagen gelegt. 18 Tage, 18 bis 20 manchmal, nach dem Legen schlüpft das erste Baby, das zweite 2 Tage später. In den ersten Tagen verdoppelt sich das Gewicht des Babys täglich. Am 5. Tag öffnen der Augen. Nach 3 Wochen ist das Gefieder voll entwickelt.
nach 4 Wochen erste Flugversuche. Meiner Erfahrung nach brauchen Jungtauben mental sehr, sehr lange, um erwachsen zu werden. Ich denke, die werden in der Natur auch sehr lange von den Eltern noch begleitet. Dieses Video zeigen wir Ihnen noch zum Schluss. Das ist, weil sonst geht uns die ganze PowerPoint möglicherweise flöten. Das ist ein Video von einem 10 Tage alten Baby. Hier ist das gleiche Baby, das ist links klein Vicky, die ist da 15 Tage alt. Hier ist sie 24 Tage alt. Sie sehen, er hält sie im Blumenstraußgriff. Und wichtig ist auch, dass kurz vor dem Schlüpfen in der Schleimhaut beider Elternteile Kropfmilch gebildet wird. 8 bis 10 Tage lang werden die Taubenbabys ausschließlich mit Kropfmilch gefüttert. Und die ist sehr eiweißreich, 19%, hat Fett, Vitamine, Mineralien, Antioxidantien. Und sie ist essentiell. Das heißt, dass Tauben, die keine Kropfmilch erhalten, in der Natur meist nicht überlebensfähig sind, weil ihnen das alles fehlt. Ab dem 8. oder 10. Tag werden Jungtauben von den Eltern so nach und nach mit aufgeweichten Körnern, im Kopf aufgeweichten Körnern gefüttert, wenn sie das in der Stadt finden. Ja, da kann auch sein, dass aufgeweichte Pommes sind. Die Jungtauben nehmen das aufgeweichte Futter direkt mit dem Schnabel auf, aus dem Kopf der Eltern. Praktische Bedeutung für die Aufzucht: bis zum 10. Lebenstag ausschließlich mit eiweißreichen Nutribird füttern. Ich habe gute Erfahrungen mit Nutribird. Ich habe hier 21% Eiweiß. Es gibt also auch welches mit weniger Eiweiß. Das ist mit diesem 21% habe ich gute Erfahrungen. Ich nehme eine Tuberkulinspritze, keinen Schlauch. Und Sie wissen, der Luftröhreneingang ist sehr weit vorne, sodass Sie in den Kropf oder in den Schlund auch mindestens über diesen Eingang hinaus müssen mit der Spritze. Sie sehen also, das ist eine Tuberkulinspritze mit 1 Milliliter, 0,4 bis 0,4 gehe ich hier in den kleinen Kopf rein oder in den Schlund rein. Hygiene ist das A und O, wenn Sie eine Taube aufziehen. Jede Taube hat ihre eigene Futterspritze dann und nach jeder Fütterung die Spritze heiß, richtig heiß, kochend heiß auswaschen und mindestens alle 2 Tage erneuern. Sonst übertragen sie möglicherweise alles Mögliche, unter anderem auch Trichomonaden. Und wenn Sie mit der Spritze dann in den Schlund eingehen, denken Sie dran, der Kropf liegt auf der rechten Seite, und zwar von der Taube aus gesehen. Nicht, wenn Sie draufschauen, sondern von der Taube aus gesehen. Espresso-Tasse, so sehen Sie, wie viel das ungefähr ist. Den Brei nur für einen Vogel verwenden und für jede Fütterung neu anrühren, weil der verdirbt. Nach diesen 10 Tagen dann auf Getreidebrei übergehen. Also ich nehme immer gern Haferbrei, weil da auch immer noch Hafer hat relativ hohen Eiweißgehalt und ist für Tauben, also für Jungvögel, sehr geeignet. Sie wissen, das haben wir eben gelernt, dass die Knochen sehr viel mehr Kalzium benötigen oder haben und dafür auch beim Wachstum benötigen. Deshalb in so eine Espresso-Tasse in eine halbe Messerspitze Kalzium eingeben, Kalziumcitrat hier, das ist etwas für einen Hund, das kann man dann gerne nehmen. Und womit ich auch ganz gute Erfahrungen habe, ich habe jetzt Sachen gebracht, die Sie eben im Tiergeschäft oder in der Apotheke oder im Internet kaufen können, Vitacombex. Das ist ein gutes, gut zusammengesetztes Vitaminpräparat, 2 Tröpfchen. Dann ist die Taube eigentlich gut versorgt. Ganz wichtig ist bei der Fütterung, vor allen Dingen bei ganz kleinen Babys, dass der Kopf nicht überdehnt wird. Also ein überdehnter Kropf, das ist so ein ganz dünnes Häutchen, hat der Kopf. Und wenn der mal überdehnt wird, dann bleibt der oft überdehnt und das führt zur lebenslangen Behinderung. Also so ein Hängekopf, da
ja, da gibt es also ständig Kopfentzündungen, da haben sie nachher keinen Einfluss mehr drauf. Nicht zu viel auf einmal füttern bedeutet das, also bei Tauben bis zum 5. Lebenstag maximal 1 Milliliter auf einmal jede Stunde. Bei Tauben vom 5. bis 10. Lebensjahr maximal 2 Milliliter auf einmal jede zweite Stunde. Und bei Tauben ab dem 10. Lebenstag maximal 5 Milliliter auf einmal jede vierte Stunde. Ich würde immer dann die Gewichtszunahme kontrollieren. Da können Sie eben auch wiegen. Und wenn keine Gewichtszunahme erfolgt, dann öfter füttern. Aber nicht größere Mengen auf einmal. Mir ist das oben verdeckt. Sie sehen es, ab dem, wann also das genau ist. Ab dem Tag, wo die Eltern eben kein eingeweichtes Futter mehr füttern, dann füttern sie eben eingeweichte Körner. Irgendwie ist das bei mir da oben verdeckt. Das ist blöd. Naja. Ab dem Tag, wo die eben eingeweichte Körner füttern, füttern sie eben auch eingeweichte Körner. Und zwar sollten sie die 12 Stunden einweichen. Hier habe ich wieder Hafer. Vor dem Verfüttern sollten sie die Körner dann mit einem Sieb, in einem Sieb gut mit Wasser abspülen, weil es entwickeln sich immer sehr schnell Schimmelpilze. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn man das simuliert, wie das ist, die Täubchen, die Kleinen, nehmen ja aus dem Kopf der Mutter das raus, dass sie sich sehr wohlfühlen. Ich habe das gesehen mit dieser Klistierspritze, die hat so 80 Milliliter, die gibt es in verschiedenen Größen, kriegen sie in jeder Apotheke oder auch im Internet. Die haben dann vorne noch so ein Plastikding, wo man eben Einläufe machen kann. Die ist aus ganz weichem Gummi. Und wenn man die dann vorne abschneidet und da eben das Futter reinfüllt, dann nehmen die das gerne daraus. Das fühlt sich für die Kleinen an, als würden sie es aus dem Kopf von der Mama nehmen. Und auch diese Klistierspritze dann immer sehr, sehr gründlich reinigen nach jedem Füttern. Das haben wir am Anfang gemacht. Wir haben eine Faust gemacht und haben da das Futter reingemacht. Es ist eine Mordsauerei, aber ich habe also auch festgestellt, selbst das nehmen sie an, wenn sie so gerade mal nichts haben. Was ich letztens gesehen habe bei einer Taubenhilfe, das fand ich auch sehr schön, die haben eine größere Flasche, also mit einem Ausfluss, der ein bisschen größer war, und haben da einen Luftballon drüber gemacht und in diesen ganz fest drüber gespannt und da rein ein kleines Loch. Und das war auch also so eine Kopfsimulation. Das war eigentlich sehr schön auch. Da hat man auch gesehen, dass das Baby das nimmt. Ab dem 25. Lebenstag, neben der Fütterung, die würde ich dann noch nicht aufgeben, Körner und Kritz zum Selbstessen anbieten. Also man kann dann eben beobachten, wie viel sie aufnehmen. Man kann im Kopf tasten. Wenn der Kopf voll ist, muss man natürlich nicht mehr füttern. Wasser nicht vergessen hinstellen und auch beobachten, ob die Kleinen das auch nehmen. Warum man Krit gibt. Krit, das sind kleine Steinchen. Die Vögel haben 2 Mägen. Alle Vögel haben 2 Mägen. Einen Drüsenmagen und einen Muskelmagen. Im Drüsenmagen werden die Verdauungsenzyme produziert und auf die Nahrung gegeben. Und im Muskelmagen, der ist mit einer dicken Hornschicht ausgekleidet und mit kleinen Steinchen werden dann die Körnchen, die gegessen werden, durch Bewegungen des Muskelmagens zerkleinert. Der Muskelmagen ist praktisch der Zahnersatz der Vögel. Und deshalb ist der Zugabe von Krit so wichtig. Die Unterbringung und Auswilderung in Anführungsstriche. Was ich immer gut fand, sind diese großen Flugboxen für Schäferhunde. Die haben sehr, sehr viel Platz. Da können also Vögelchen auch drin flattern und ein bisschen üben, fliegen üben. Und Heu fand ich immer wunderbar bei Vögeln, die eben so viel Ausscheidung haben wie Tauben, Krähen auch übrigens. Und es sollte also irgendwas ganz Dickes da sein, wo sie sich draufsetzen können und dass die Zehen parallel stehen, dass sie nicht greifen müssen.
Es ist einfach bequem für die Vögel und da kann man auch Futter reinstellen und das Heu, das saugt eben die ganzen Ausscheidungen erstmal auf. Und dann, ja, ich denke, zwei bis drei Tage kann man das belassen, bevor man es dann wieder frisch macht. Das ist jetzt auch eine Unterbringungsmöglichkeit. Das waren meine Chefs. Das ist der Professor Dr. Kasimir. Der hat leider nur 18 Jahre ist er geworden. Da hat er eben auch mit seinem Freund Paul rechts hat er gelebt. Das ist eine Unterbringung aus einem Tierheim für flugunfähige oder behinderte Tauben. Wie in allen Tierheimen oder in allen Auffangstationen für Tauben ist das Problem, dass es, wenn sich das rumspricht, einfach immer mehr werden. Und hier ist es schon so dicht, dass es schon an der Grenze stößt. Also die sind halt schon auch jetzt schon dran, das neu zu bauen beziehungsweise einen neuen Schlag noch dazu machen. Der wird aber wahrscheinlich dann auch in relativ kurzer Zeit wird der dann auch voll sein. Ja, und dann ein paar Worte zur Auswilderung. Das heißt, besser in die Freiheit entlassen. Man sollte folgende Überlegungen anstellen. Tauben sind standorttreu. Das heißt, wenn Sie sie dort, wo Sie sie rauslassen, da bleiben sie. Wenn Sie immer wieder Tauben rauslassen, haben Sie einen Taubenschwarm. Und ich wette mit Ihnen, dass Sie also spätestens nach 4 Wochen dann Probleme mit der Nachbarschaft kriegen. Sie bleiben dort genau, wo Sie dann sehen, wo sie rauskamen, die Jungtauben sowieso. Und manche, die fliegen an ihren ursprünglichen Standort zurück. Also sie haben jetzt am Bahnhof eine Taube gerettet und peppeln die auf und lassen sie raus, dann fliegt die automatisch wieder dorthin zurück. Da können sie gar nichts tun. Sie müssten die über Monate behalten, dann kann sie möglicherweise den ursprünglichen Standort vergessen. Also die Tauben, die längere Zeit bei Ihnen sind, die bleiben Ihnen und die Jungtauben sowieso. Da ist dann eine offene Unterbringung optimal, weil sie können ja nicht in ihrem Wohnzimmer oder was wo auch immer, also oder auch in diesem Tierheim, es werden immer mehr, die können sie ja nicht stapeln. Und es ist auch nicht schön für eine Taube, wenn sie gesund ist und nicht frei fliegen kann. Aber wenn Sie sie in einer offenen Unterbringung machen, also dann kommt der Greifvogel oder andere Räuber. Also das muss alles das muss man alles immer bedenken. Es ist ein Problem, das wir nicht nehmen. Ich habe nur gehört, in Berlin soll jetzt eine Auffangstation gebaut werden. Ja, wir sind alle noch mit den Tauben am Anfang, mit den Lösungen. Das sind alles Probleme, die wir noch nicht gelöst haben. So, und jetzt kommt das schöne Bild. Was stimmt hier nicht? Soll ich es Ihnen sagen? Also, Vögel haben kein Fieber. Wenn sie krank sind, dann brauchen sie keinen Eisbeutel, sondern Wärmelampe. Man darf ihnen keinen Verband um die Brust machen. Hier der Schal. Tauben, die krank sind, sitzen nicht einfach auf einem Ast, sondern verkriechen sich in irgendwelche Spalten und Höhlen von Häusern. Ja, und der heiße Tee, naja. Und das Dritte, es ist keine Taube, es ist eine Eule. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.